Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute mal wieder neue News über das Thema Narzissmus. Und zwar gibt es einen coolen Zeitartikel, der leider hinter der Paywall ist, aber ich sag mal, zitiere mal ein bisschen was daraus und verlinke den hier unten drunter auch mal. Und zwar ist das mit einem Professor für Persönlichkeitspsychologie in Münster. Und genau, vorab noch, jetzt heute, wo ich das Video aufnehme, ist da gerade dieser Krieg in der Ukraine begonnen. Was soll man dazu sagen? Ich finde es furchtbar, tiefstes 3D, einfach nur schrecklich. Aber ja, nur, dass ihr nicht denkt, keine Ahnung, ich beachte das nicht oder so, aber ich werde einfach meine Arbeit weitermachen. Ich bin auch nicht so der, ich meine, ich habe schon tausendmal gesagt, ich glaube eh nicht an Politik, nur dass wir so uns selber ändern können, und dafür versuche ich meinen Beitrag zu leisten über ein Thema Beziehung. Und macht Selbstvorsorge, klar, man informiert sich drüber, aber so aus Erfahrung mit 9/11 kann ich nur sagen, zu viel Informationen ist irgendwie auch nicht so gut, ne? Was ich nochmal wieder, teilweise hatte ich das auch schon mal gesagt, aber was man nochmal neu betonen kann, denke ich, dass hier in dem Artikel gesagt wird, das hatte ich ja auch schon recherchiert, das ist zwar unzählige, also bei mir letztlich auch teilweise, unzählige auf Social Media Beiträge gibt über Narzissmus, dass die Forschung aber nicht belegt, dass das Thema Narzissmus zugenommen hat. Also das wird hier definitiv so gesagt von jemand aus der Forschung. Und es gibt auch keine Hinweise darauf, dass Social Media das Thema Narzissmus fördert. Finde ich super spannend. Außerdem wird hier nochmal betont, was ich auch ganz wichtig finde, dass jeder irgendwo narzisstisch ist. Der eine mehr, der andere weniger. Also das ist ein Kontinuum. Und natürlich gibt es Menschen, die extrem narzisstisch sind, aber es ist eine Eigenschaft, die jeder Mensch hat, ne? Die brauchen wir ein Stück weit auch, denke ich, beziehungsweise kann man darüber diskutieren, ob man die braucht, aber auf jeden Fall haben wir sie alle in gewisser Weise, dieses Bedürfnis, besonders zu sein und sich durchzusetzen und so weiter. Und das, was ja auch gesagt wurde, was glaube ich auch wichtig ist, dass man so das normale A-Punkt-Loch, kann man natürlich narzisstisch nennen, aber ist eigentlich nicht korrekt, weil es gibt halt, natürlich kann jeder Mensch sich wie ein A-Punkt-Loch verhalten, aber es macht ihn natürlich nicht zwingend zum Narzissten, weil halt so diese viele andere Aspekte fehlen, diese schillernde. Und darüber hinaus gibt es eben auch nur ganz wenig Menschen, die wirklich diese narzisstische Persönlichkeitsstörung, also aus dem ICD, beziehungsweise gibt es ja selbst im ICD-10, es führt ja ein Waisendasein, 11 gibt es sie gar nicht mehr, aber gut, selbst diese narzisstische Persönlichkeitsstörung, gegebenenfalls aus dem DSM, haben so nach Untersuchungen unter 1%, das hatte ich auch gelesen, auch mal teilweise höhere Zahlen, aber naja. Das jetzt natürlich nicht heißt, dass wenn man Egoismus erlebt oder meinetwegen auch, wenn man sagt, es ist Narzissmus, dass das nicht gewesen wäre, nur vielleicht sollte man sich mal klar machen, dass das eine Eigenschaft ist, die jeder Mensch mehr oder weniger ankam, für die er Verantwortung übernehmen muss, ne? Wir müssen, dürfen ihn auch zur Verantwortung ziehen. Nur, wir sollten aus dem Kopf rauskriegen, dass die alle krank sind und womöglich unsere Hilfe haben wollen. Das ist wohl nicht der Fall in aller Regel. Und was ich auch nochmal spannend fand, dass auch so einen Unterschied gibt zwischen, was man gemeinhin als A-Punkt-Loch bezeichnen würde, und jemand mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, dass also dieses super gekränkte, schwache Selbstwert, dass das beim A-Punkt, ihr wisst, was ich meine, nicht vorhanden ist häufig, während das in dieser Störung eben schon vorhanden ist. Und ja, fand ich sehr spannend. Ja, übrigens wurde ja auch ganz deutlich gesagt, dass es ja klar eine deutliche genetische Komponente gibt bei Narzissmus. Das sind ja auch Umweltfaktoren wie Arbeitsschule, Peergroups, Entwicklung narzisstischer Züge fördern kann.
Aber dass der Entziehungsstil ausgerechnet keine so großen Auswirkungen hat. Also die genauen Anteile kenne ich jetzt nicht. Aber das fand ich, also das war mir auch neu. Das sehr spannend, sehr, sehr spannend. Und was hier auch gesagt worden ist, das beobachte ich ja auch sehr stark, also dass Menschen, die andere sehr offensiv labeln als Narzissten, manchmal selber einen Schlag in die Richtung haben, so, weil auch das ja auf eine gewisse Weise einem zu viel Aufmerksamkeit geben kann, so was Besonderes machen kann. Und damit will ich natürlich jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Weise relativieren, dass Menschen wirklich schlimme, missbräuchliche Sachen in Beziehungen erleben, die man natürlich benennen sollte, ne, wie auch immer man das macht. Das ist natürlich komplett korrekt, aber tatsächlich beobachte ich auch seit geraumer Zeit, dass es so eine Subgruppe gibt, wo man denkt, ja, wenn jemand das so aus dem Nichts so als Waffe benutzt, irgendwie, der ist ein Narzisst, dass man sich, also ich beobachte das wirklich zunehmend, dass man wirklich gucken sollte, was ist die Motivation der Person, die das sagt, ne? Ist es vielleicht auch eine Projektion eigener Defizite? Ist es einfach nur ein Kampfmittel? Ist es eine korrekte Aussage von jemandem, der sich da wirklich mit beschäftigt hat? Das sollte man vielleicht prüfen. Und also ich weiß noch, als ich mich erstmals damit beschäftigt hatte, da war ich auch noch, machte ich auch noch mal eine Erfahrung mit im Online-Dating, dass wenn Leute gesagt hätten, sie wären mit Narzissten zusammen, habe ich so bescheuerterweise gedacht, ja, das sind bestimmt liebe Co-Abhängige und die sind bestimmt ganz lieb, und aber nichts war weiter entfernt von der Realität. Also muss ich wirklich sagen, da habe ich komplett falsch gelegen. Also mittlerweile würde ich wirklich sagen, wenn jemand so aus dem Nichts, auch ohne dass er sich da in der Tiefe mit beschäftigt hat, also natürlich kann man das dann sagen, wenn man meint, hätte das wirklich erlebt, aber wenn es jemand einfach so dahin sagt, einfach nur als, um sich selbst zu rechtfertigen oder sich selber besser darstellen zu lassen, was man natürlich nicht sehen kann, ne? Dann sollte man das doch kritisch hinterfragen. Also wenn euch jemand auf einem frühen Date sagt, ich war mit Narzissten zusammen oder ich war nur mit Narzissten zusammen oder mit Narzisstinnen meinetwegen auch, oder da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das eine rote Flagge ist. Das kann man jetzt wirklich nicht sagen, weil das könnte ja so sein. Aber ich würde erhöhte Vorsicht walten lassen und das zumindest mal prüfen, was denn da gemeint ist. Und ich hoffe ja auch, dass wir alle an so einen Punkt kommen, wo wir über sowas auch gar nicht mehr reden wollen, wo wir einfach sagen, selbst wenn ich das erlebt habe als Opfer oder wie auch immer man das sagen soll, oder einfach als Co-Abhängiger, dass man da so drüber weg ist, dass man da auch gar nicht mehr drüber reden will, und dass wir alle auf Dates gehen können, wo wir über sowas gar nicht mehr reden müssen, weil wir es einfach abgeschlossen haben, weil wir unsere Anziehungspunkte verändert haben und wir wirklich wieder das machen können, wofür ein Date eigentlich da ist, nämlich sich entspannen und Spaß haben. Also ich hoffe, dass wir es ja meinen Anteil zu leisten können und ja, dass wir da alle hinkommen. Also wie gesagt, ich sag's nochmal, natürlich ja, sind narzisstische Eigenschaften in Beziehungen extrem störend, ne? Also da beißt die Maus keinen Faden ab, aber ich glaube, wir sind halt angehalten, nicht nur beim anderen zu gucken, sondern auch bei uns selbst, ne? Wo wir denn da stehen, weil einen kleinen Schuh hat ja jeder an, ne? Das kann man wohl von ausgehen, und aber das soll, ja, ich glaube, denke ich, habe genug dazu gesagt. Das schließt auch ein bisschen an. Da hat mich jetzt auch so ein Zuschauerin oder ein Zuschauer, was jetzt gar nicht drauf gebracht wird, auch mal ein Video kommentieren über Tinder. Ist leider auf Englisch, aber ich werde es dann auf Deutsch mal kommentieren. Da werden euch die Ohren schlackern, wie schlimm Online-Dating ist. Also da sind wirklich Zahlen drin, die haben selbst mich nochmal schockiert. Also die haben mich wirklich schockiert, muss ich echt sagen. Also wo ich noch mal mehr sagen würde, Leute, lasst die Finger von Online-Dating, wirklich, es sei denn, ihr gehört zu so einer, zu den Happy Few, die da wirklich was rausziehen können, aber selbst für die, das ist da wirklich sehr schön dargelegt, das, wie gesagt, wird in eins der späteren Videos, selbst für diejenigen, die da erfolgreich drauf sind, wirkt es eine Menge Gefahren. Und da rede ich jetzt nicht von Tinder-Schwindler oder solchen Sachen, sondern für den alltäglichen User, also echt shocking. Dated offline. Ja, dann wollte ich noch was sagen zu, ab und zu kriege ich mal so Kommentare,
Ja, die Experten haben ja alle keine Ahnung und bis hin zu Laien können das viel besser einordnen. Also Leute, wenn ihr meint, dass Menschen, weiß ich nicht, die Angebote machen, die überhaupt keine Ausbildung haben, die einfach nur irgendeine persönliche Erfahrung haben und daraus irgendein Modell stricken, was impliziert, dass psychologische Experten keine Ahnung haben. Also wenn ihr das glaubt, dann seid ihr bei mir auf dem Kanal komplett falsch. Also dann wirklich geht zu irgendwelchen Aufklärern oder Aufklärerinnen oder ich weiß nicht was, die Spaltung vertiefen, Opfertäter, also natürlich nicht alle, aber manche Opfertäter denken noch vertiefen durch eine völlig einseitige Sicht auf diese Dinge. Wenn das für euch das Richtige ist, dann seid ihr bei mir falsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann solltet ihr euch das, mein Content auch nicht reinziehen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.